Die Besonderheit dieser neunten Ausgabe von Media Sound Hamburg war, dass wir wieder eigentlich 25 verschiedene Aktivitäten hatten. Es gab Masterclasses, Workshops, Foren und Special Events. Die Masterclasses waren wieder hervorragend besetzt mit zum Beispiel die Masterclass Sound Design am Anfang mit Randy Tom, der 16 Mal für einen Oscar nominiert worden ist und 2 Oscars auch gewonnen hat. Die Masterclass ging über 3 Tage. Danach hatten wir die Masterclass Foley, also Foley gleich Geräusche machen. Da hatten wir Sue Harding aus London hier, die an großen Hollywood-Blockbusters mitgearbeitet hat. Das war auch wahnsinnig spannend, einfach mal zu sehen, wie werden Geräusche bei großen Spielfilmproduktionen hergestellt. Und jetzt gerade läuft die letzte Masterclass, Filmmusik, mit Christian Eitnes Andersen, ein dänischer Komponist, der sehr lange Zeit und immer noch mit Lars von Trier zusammenarbeitet, wo er zum einen sowohl das Sounddesign gemacht hat, aber mittlerweile immer mehr in den Bereich Komposition übergegangen ist. Ja, die internationale Resonanz von Media Sound Hamburg ist in den letzten 2-3 Jahren enorm gestiegen. Also wir haben mittlerweile Teilnehmer aus der ganzen Welt, die hier anreisen, entweder an der gesamten Veranstaltung oder an verschiedenen Einzelveranstaltungen teilzunehmen. Ein besonderer Aspekt ist hierbei auch unsere Partnerschaft, die wir seit dem letzten Jahr haben mit der Music in Africa Foundation. Das ist eine Plattform, wo alle Leute, die mit Musik oder Tönen zu tun haben, sich selber darauf präsentieren können. Und wir haben in diesem Jahr erneut ein Stipendium an eine junge Künstlerin Komponistin aus Kenia vergeben. Die Frage, ob es etwas Vergleichbares gibt, das hört sich ja immer so ein bisschen an, als wenn man so ein bisschen hochnäsig wäre, aber es gibt quasi weltweit nichts Vergleichbares. Also wo Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen, 10 Tage zusammen wohnen und arbeiten, ihre Erfahrungen austauschen. Auch gerade im Bereich Musik ist es interessant, weil Leute aus unterschiedlichsten kulturellen Einflüssen zusammenkommen und da gemeinsam an Musikprojekten auch arbeiten. Das ist, glaube ich, weltweit einmalig. Ja, für viele Leute, die also in den letzten 9 Jahren hier an Veranstaltungen von Media Sound Hamburg teilgenommen haben, war das quasi ein Sprungbrett in ihre Karriere. Also ein paar Beispiele zu nennen. Andres aus Guatemala vor 4 oder 5 Jahren war er das erste Mal hier. Kam hier hin, wusste eigentlich, hat ein Stipendium bekommen, kam hier hin, wusste nicht, was ihn erwartet und war dann umgeben von Oscar-Preisträgern sozusagen. Wir haben zusammen am Tisch gesessen, gefrühstückt, Abendessen, Mittagessen und er war ganz überrascht, solche Nähe mit solchen erfahrenen Persönlichkeiten zu bekommen. Ist dann zurückgefahren und hat mich angerufen und sagte, er würde gerne noch einmal vorbeikommen. Er hätte mittlerweile einen Katalog von Fragen, die er gerne loswerden würde. Das hat er dann auch im kommenden Jahr getan, im darauffolgenden Jahr quasi getan. Ist dann wiederum zurückgefahren und hat in Guatemala City ein eigenes Tonstudio aufgebaut. Das ist das einzige Tonstudio in Guatemala City. Und vor 2 Jahren war er nochmal hier und hat gesagt, also im Prinzip, ich hatte dazu beigetragen, sein Leben zu verändern. Und das, also diesen Spruch, Leben verändern, also das ist auch einer meiner Kerninhalte, warum ich also solche Veranstaltungen mache. Ein weiteres Beispiel ist eine junge Frau aus Ägypten, die hier auch ein Stipendium bekommen hat, die jetzt gerade an der Royal Academy in London ihren Abschluss im Bereich Filmmusik gemacht hat. Oder eine junge Sounddesignerin aus Südafrika, die im letzten Jahr ein Stipendium bekommen hat und in diesem Jahr an unserem neuen Mentorship-Programm teilnimmt, die jetzt hier für 3 Monate in Hamburg verweilt. Zum einen jetzt an Media Sound Hamburg teilnimmt und dann anschließend verschiedene Praktika absolviert bei Firmen und Institutionen hier in Hamburg.